Servus zusammen, Friday von GSP Airsoft und heute gibt es ein Review zu meinem Pistolenholster, was ihr oft bei meiner CQB-Ausrüstung seht, beziehungsweise auf meinem Plattenträger. Review zu meinem Plattenträger und zu meiner OHK-Ausrüstung nochmal hier oben. Wie gesagt, ihr wolltet endlich diesen Holster mal im Review haben, wissen, was das genau ist. Heute kommt das Review dazu, also legen wir los. Was für einen Holster haben wir? Ganz einfach, das ist ein Blackhawk-Holster. Wir haben hier zwei separate Teile. Diese kommen in der genaueren Beschreibung, genaueren Funktionsweise nochmal dran. Die Blackhawk-Holster sind für Waffen passgenau angepasst. Das heißt, in diesen Holster passen nur G17-Modelle rein. Für G18-Modelle braucht man einen separaten Holster. Genau wie man einen separaten Holster für eine M9, eine M19, eine P226 und so weiter braucht. Hier haben wir den Blackhawk-Holster für die G17 in der Linkshänder-Variante. Jetzt die Funktionsweise. Wir haben hier eine zweifache Sicherung. Einmal eine passive hier unten. Diese lässt sich an der Verstellschraube hier einstellen. Dadurch stellen wir den Ziehwiderstand ein. Und einmal eine aktive hier mit diesem, ich nenne es jetzt mal Trigger. Wie funktioniert der Blackhawk? Ihr drückt den Trigger, überwindet den Ziehwiderstand und könnt die Waffe dann lösen. Zum wieder einführen, ganz einfach, müsst ihr nichts drücken. Ihr hört schon, es rastet ein, die Waffe sitzt fest. Das sind die Vorteile und auch Nachteile des Blackhawk-Holsters. Vorteile natürlich. Ich kann hier dran rückeln, wie ich möchte. Es passiert absolut nichts. Nachteil, ganz klar, der Holster muss für jede Waffe neu gekauft werden. Wenn man nicht nur eine Pistole hat, muss man immer wieder sich diesen Holster neu kaufen. Ganz wichtig. Preisliche Geschichte. Was haben wir hier? Haben wir einmal den ganz normalen Blackhawk CQZ. Für die G17 kostet zwischen 50 und 70 Euro, je nachdem wo ihr den Blackhawk Holster herbekommt in der G17 Variante. Und wir haben hier hinten, dazu noch später, eine Strike Plattform. Diese kostet auch nochmal 20 Euro. Es gibt natürlich vor allem für den Airsoft-Bereich, ich würde mal sagen, Replikas oder von anderen Herstellern, die die Hälfte kosten. Aber wenn man echten Schießsport betreibt und man sieht es auch bei den echten Operators, Instructors, was auch immer, wird Blackhawk verwendet. Schauen wir uns nochmal die Funktionsweise genauer an. Was müsst ihr beachten? Die Waffe ist ungefähr so in eurem Holster. Jetzt der Ziehmechanismus. Beim Blackhawk-Holster, ihr habt das gerade gesehen, gibt es hier eine Rille. Diese Rille ist nicht umsonst da. Diese ist perfekt zum Führen eures Abzugsfingers. Das heißt, ihr müsst hier die aktive Sicherung überwinden durch Drücken des Triggers. Finger lang an der Waffe ist generelle Regel und ihr könnt die Waffe so ziehen und abfeuern. Nochmal. Waffe ist drin, Finger lang, ziehen, fertig. Warum ist hier die Rille und warum ziehen? Ganz einfach. Wir simulieren das Ganze jetzt mal mit einer fertig geladenen Waffe. Die ist scharf und wir kennen es bei der Glock. Es gibt keine Sicherung. Die einzige Sicherung, die wir neben unseren Abzugsfinger haben, ist hier der doppelte Trigger. Dieser ist auch nicht immer da, deshalb verlasst euch da nicht drauf. Ziehen wir jetzt mit einem gekrümmten Finger, das heißt so, kann es sein, dass wir abrutschen und ein Schuss löst sich. So verletzen sich viele Operators, Instructors, Super Sniper und schießen sich ins Bein und sagen, Blackhawk ist für den Arsch, alles scheiße und ihr wisst, wie es läuft. Ihr müsst euren Finger einfach nur lang an diese Rille lassen, euch kann nichts passieren und das war's auch schon zur Funktionsweise des Blackhawks. So einfach ist das und ihr habt im Gegenzug einen sicheren, passgenauen Holster. Die Waffe kann nicht raus, es kann nichts passieren. Es gibt ebenfalls noch, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, eine Level 3 Blackhawk Version. Da habt ihr hier oben nochmal eine Kappe am Hahn, sodass ihr erst oben die Kappe lösen müsst und dann die Waffe ziehen könnt. Falls ihr es noch nicht oder ihr es noch nicht mitbekommen habt, wenn ihr die Waffe wieder verstauen wollt, hört ihr ein lautes Klicken. So wisst ihr, die Waffe ist safe. Jetzt schauen wir uns das Ganze an der Ausrüstung an. Was kann man damit machen? Zuallererst haben wir hier hinten drei Schrauben. Diese habe ich in so einem Neigungswinkel jetzt montiert, dass es etwas schräg für mich zum Ziehen ist. Ich zeige euch mal das Ganze, wie das funktioniert. Als erstes müsst ihr die Schrauben entweder lösen oder natürlich dranbringen. Ich löse diese eben schnell, dass wir das Ganze mal durchgehen können. So, die Schrauben sind jetzt ab. Ihr seht schon, alles ist eine lockere Geschichte und ich kann es montieren, wie ich es möchte.
So sieht das Blackhawk praktisch demontiert aus. Und hier sind die drei Winkeleinstellungen sozusagen. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Holster ist immer gerade unten. Jetzt müssen wir für uns den richtigen Neigungswinkel einstellen. Wie schon gesagt, ich habe das immer schräg drin. Das heißt, wir brauchen diese drei Schrauben am Holster. Man kann es aber auch gerade machen. Das heißt, dass die Waffe so anliegt. Das zeige ich euch eben. Habt ihr es jetzt so dran, liegt die Waffe praktisch waagerecht. Und ihr zieht sie waagerecht nach außen. Und ihr könnt das Ganze komplett variieren. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar ist es das gerade anbringen. Gibt auch viele, die sie gerade rausziehen. Zum Beispiel, wenn man sie an einem Belt hat, sieht das Ganze natürlich so aus. Ist bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wollte ich euch nochmal zeigen. Für die, die es gerade anbringen möchten, sind es hier so eine Art V-Form. Ganz einfach. Jetzt machen wir es wieder schräg fest. Wenn wir schon gleich bei der Strike-Plattform sind, können wir uns die gleich nochmal von hinten anschauen. Sehen hier schön nochmal Blackhawk eingraviert, Strike-Plattform, eine Patentnummer und Blackhawk.com. So was Ähnliches finden wir nochmal beim CQC-Holster vorne. Haben wir ebenfalls nochmal das Modellnummer Glock 17 CQC. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, für was brauche ich hier nochmal extra 20 Euro? Für was muss ich in diese Strike-Plattform investieren? Ganz einfach, wir haben hier diese Haken. Diese Plattform ist dafür gedacht, um den Holster an Molle und an sonstigen Schlaufen, 25 mm und so weiter, anbringen zu können. Diese Plattform passt in nahezu jedes Schlaufensystem, wie gesagt Molle, 25 mm und so weiter. Mitgeliefert wird also zu diesem normalen Blackhawk wird eben, wie schon angesprochen, ein Gürteladapter. Die Strike-Plattform brauchen wir für die Molle-Anwendung und das möchte ich euch jetzt an meinem Plattenträger zeigen. Wir haben hier den Frontbereich meines Plattenträgers. Wie kriegen wir jetzt diese Blackhawk-Holster daran? Ganz einfache Geschichte. Wir haben hier diese Haken. Die Haken müssen erstmal unter die Molle-Schlaufen kommen, das heißt, wir stecken sie erstmal durch. Ist ein bisschen fummelig, dafür hält das aber auch bombenfest. Man mag es nicht glauben, aber diese Widerhaken sind absolut spitze, vor allem da wir vier Stück haben. Vier Widerhaken, die eure Plattform festmachen. So, drei haben wir schon mal drinne. Die Molle-Schlaufen sitzen noch relativ straff, wie sie es gehört. So, alle vier sitzen. Sehen's jetzt hier, ist der Haken noch drunter. Jetzt ist es wichtig, dass die Haken vorne drüber kommen. So, ihr könnt ein bisschen nachhelfen. Und dann sitzt auch schon der erste Haken. Der erste Haken ist immer der schwierigste. Alle anderen müssen dann nur noch nachgerückt werden. Wenn ihr die Fummelarbeit dann irgendwann geschafft habt, ich kann euch versprechen, das sieht bei mir so fummelig aus, weil ich das hier auf meinem kleinen Videotisch mache. Es ist aber nicht ganz so fummelig. Wenn es einmal dran ist, hält das bombenfest und es kann nichts mehr passieren. Jetzt ist eure Ausrüstung, euer Holster und eure Pistole ready to play. Und ihr habt ein sicheres Holster. Das Holster hält auch einiges aus. Ich habe es noch nicht angesprochen. Das Holster ist aus Carbonfiber relativ stabil. Da passiert gar nichts. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Anblick in mein Holster bzw. zur Funktionsweise meines Holsters bekommen. Einen Punkt habe ich noch, den ich ansprechen möchte. Das ist hier der Trigger. Den könnte man noch etwas gripfähiger machen, etwas spürbarer machen in Stresssituationen, dass man weiß, dass man sich hier auf diesem Trigger befindet und man wirklich nur noch abdrücken muss, rausziehen und man im Anschlag ist. Das ist der einzige kleine Punkt, den ich habe. Das ist Kritisieren auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Aber ansonsten ist dieses Blackhawk-Holster wirklich perfekt für diesen Einsatz und sehr zu empfehlen. Wie gesagt, es gibt Replikas von diversen Marken. Muss ich euch unbedingt ans Herz legen. Ich kann es empfehlen. Somit, euer Friday, melde ich mich ab für
dieses Review. Ich habe aber natürlich noch einen kleinen Button hier oben, den kennt ihr sicherlich schon, damit ihr keine Reviews mehr verpassen solltet. Ansonsten blende ich euch nochmal hier ein paar Videos ein. Schaut euch diese doch bei GSP Airsoft an. Sind gute Videos und lohnenswert. Euer Friday. Haut rein.